Mitte Juli wird es Zeit für den nächsten Gartenrundgang und heute starten wir mal beim Johannisbeerstrauch, der derart voll behangen ist, dass es ihn schon richtig an den Boden runterzieht. Er macht das aber ganz gut mit, denn Abstützen ist deshalb bisher nicht nötig. Der ist dieses Jahr aber wirklich enorm motiviert. Ja, was soll man groß dazu sagen, überall leuchtet es wirklich dick rot raus mit riesigen Ansammlungen von Johannisbeeren. Direkt weiter mit dem Birnbaum. Ja, der macht sich wirklich gut, der bringt dieses Jahr seine ersten Birnen durch. Bei den Himbeeren kommt langsam der zweite Schub, die sahen wir ja schon im vorherigen Gartenrundgang. Da springen wir jetzt einfach mal drüber. Hier ist so eine kleine Ecke mit ein paar Zwetschgenbäumen. Die sind hier noch relativ jung und ziemlich klein, aber da sieht es dieses Jahr auch richtig gut aus. Die tragen ordentlich. An dieser Stelle finden wir dann ein paar Weinstöcke, die haben wir noch gar nicht gesehen in diesem Jahr. Aber da tut sich momentan einiges, da können wir also ruhig mal einen Blick drauf werfen. Hier sieht es wirklich enorm gut aus, wirklich schöne Reben. Überall beginnen da jetzt langsam schöne Trauben zu wachsen. Ja, das sieht wirklich top aus. Also dieses Jahr dick und dick behangen. Da darf man sich nicht beschweren. Hier kommen wir in die Ecke mit dem Kohl. Da gehen wir dieses Mal ein bisschen schneller drüber. Also hier ist ein bisschen der Überblick von oben. Und wir starten einfach mal hier unten. Da sind meine Zuckererbsen. Auch die fühlen sich richtig wohl, wie man hier sieht. Ich habe ja natürlich auch schon zahlreiche kleine Schoten in der Größe geerntet. Ein bisschen größer. Und dann natürlich diese kompletten Schoten in der Küche verarbeitet. Aber es sollen auch ein paar schöne Erbsen draus werden. Das sieht hier momentan richtig gut aus. Auch da drin. Genauso wie hier drüben. Also wirklich alles voll mit tollen Schoten. Hier der Oker geht auch schon gut in die Höhe. Und der wird auch ordentlich buschig mittlerweile. Vom Oker haben wir ja schon ein Video vom letzten Jahr. Wer daran ein bisschen mehr Interesse zeigt, das Video stelle ich euch in die Videobeschreibung unten rein. Hier direkt hinterm Oker, da ist von letztem Jahr, sind mir noch einige Andenbeeren aufgegangen. Die habe ich so ein bisschen dazwischen gepflanzt, aber denen gefällt es auch wirklich top. Deswegen noch schnell die Andenbeere. Also hier ist eine richtige Ansammlung. Und hier überall, ja, diese kleinen Papierlaternchen, wie ich das gerne nenne. Das werden die Früchte. Auch Blüten sind noch unterwegs, also denen gefällt es hier auch. Hier eine runde Zucchini, die geht jetzt allmählich gut in die Breite, das gefällt mir sehr gut. Da sieht es auch schon wirklich gut aus, da wurde auch schon geerntet. Und hier drüben eine weitere, bei der es genauso gut aussieht. Hier dann ganz normaler Rotkohl und Weißkohl, der hat sich gut ausgebreitet und geht jetzt allmählich in die Phase der Kopfbildung. Also da sieht auf jeden Fall wirklich gut aus. Das sind Romanesco-Pflanzen, die brauchen aber immer ein bisschen länger, also da tut sich kopfmäßig noch nicht viel. Sieht einfach nur nach Kohl aus, ist auch Kohl, darf gerne so weitermachen. Wie jedes Jahr, auch dieses Jahr eine Heuschrecke im Garten, beziehungsweise mehrere gern gesehene Gäste. Hier der Blumenkohl, ist auch schon gut in die Höhe gegangen, dazwischen wieder ein paar Andenbeeren. Das hier ist jetzt eine Riesenzucchini. Riesenzucchini kann man sich wirklich vorstellen wie Kürbis, die bekommt hier ganz viele Läufer. Die sind ja nicht umsonst verwandt. Und das Tolle daran ist, die trägt dann wie nochmal was. Also hier von solchen Zucchinis, die setzt da unglaublich viele an. Da kann man eigentlich dann, wenn die richtig im Wachstum ist, täglich ernten. Hier eine kleine im Ansatz, hier die nächste. Von da wächst sie raus und man sieht, die geht wirklich gut in die Länge. Also die Riesenzucchini macht sich wirklich allmählich. Da war auf jeden Fall mindestens nochmal so groß werden. Lasst gerne schon mal ein Abo da, wenn euch interessiert, wie es mit der Riesenzucchini weitergeht. Hier mein Brokkoli ist wirklich zufriedenstellend. Schöne Köpfe und ich denke, der kann bald geerntet werden. Ein bisschen lasse ich sie aber noch. Aber die Pflanzen sehen gesund aus, die Köpfe sind schön im Wachstum, das gefällt mir. Hier wieder ein bisschen rote Beete. Vielleicht ernten wir da auch schon bald die ersten. Auch schön in Blüte die Topfauberginen, wobei die eigentlich vielleicht ein bisschen größeren Topf benötigt hätten. Aber die müssen sich jetzt erstmal mit diesen Töpfen hier zufrieden geben. Ja, die Erdmandel wieder wenig anspruchsvoll, super im Wachstum. Haben wir letztes Jahr auch schon ein schönes Video darüber gemacht. Ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und am Rand von diesem Stück findet sich hier noch ein Kartoffeldamm nach unten. Ist jetzt nicht so interessant, wir machen den Schwenk hier rüber. Und kommen hier zum nächsten Gartenstück. Sehr erfreulich ist hier mein Zwiebelfeld mit selbst gesäten Elisa Craig Zwiebeln.
Das ist eine Sorte, die sehr große Zwiebeln bekommen soll. Und wie man sieht, das geht allmählich schon Richtung Faustgröße. Die machen also auf jeden Fall das, was sie machen sollen. Und da bin ich wirklich äußerst zufrieden. Auch hier ein schönes Exemplar. Also ich denke, beschweren darf ich mich nicht. Bei meinen roten Paprika, bei den California Wonder, sieht es noch nicht ganz so gut aus. Die hatten ein bisschen Probleme anfangs mit den kalten Temperaturen. Aber vielleicht nehme ich da über den Winter einfach ein paar mit rein. Capsicum-Arten sind ja mehrjährig und dann könnte ich nächstes Jahr direkt mit größeren Pflanzen starten. Die gelben Blockpaprika hingegen, die sehen besser aus. Die wuchsen von Anfang an schon besser und die haben hier auch, ja da, schön die Blüten allmählich. Aber vielleicht nehme ich da auch über den Winter ein paar mit rein. Auch über die Buschbohnen kann ich nicht klagen, die sind wirklich dick am Wuchern. Die machen hier komplett zu. Und gehen hier ganz langsam in Blüte. Ja, das sind so die ersten Blüten, die hier kommen. Da seid ihr jetzt ganz frisch dabei, wenn die das Aufblühen starten. Ist hier so eine rosa Blüte. Ja, da sind auch schon die ersten Käfer unterwegs. Das sieht doch gut aus. Hier die Karotten, bunte Karotten. Davon gibt es auch ein Video. Und ganz normale orange Karotten. Noch nicht so interessant. Da gehen wir direkt mal drüber. Erdbeeren mittlerweile ziemlich durch. Habe ich dieses Jahr geerntet wie verrückt. Da gibt es auch ein paar Videos. Kommt auch in die Videobeschreibung. Und hier um diesen Solarpiepser außenrum, das sind Linsen. Einfach mal ein Versuch, dieses Jahr zum ersten Mal. Sieht aber gar nicht so verkehrt aus, denke ich. Denn man sieht hier überall so ganz kleine, feine, blaue Blüten. Ich bin einfach mal gespannt, was das wird. Topinambur sieht gut aus, wie immer, hat mittlerweile schon über doppelte Europalettenhöhe. Aber wirklich interessant wird es dann im September. Oktober, wenn der hier seine massigen Blüten ansetzt. Deswegen schauen wir mal weiter. Hier der Zuckermais. Der wird jetzt allmählich auch richtig kräftig. Hier ein schöner, dicker, gesunder Stiel. Tolle Blätter. Und hier oben zeigt sich die erste Fahne. Ganz langsam. Etwas über einen Meter. Neulich wurde ich gefragt, ob der überhaupt noch wächst, wenn die Fahnen schon da sind. Da kommt es natürlich ganz darauf an, wie weit die Fahnen sind. Wenn es jetzt so aussieht wie bei mir, also wenn die gerade erst ganz frisch rauskommen, ja, dann ist das ganz normal um diese Zeit. Dann wächst der schon noch ein gutes Stückchen. Also so um die 2 Meter kann der hier auf jeden Fall noch packen. Wenn die Fahnen natürlich schon deutlich länger raus sind, dann nicht. Aber so jetzt hier, ganz im Anfangsstadium, da macht der natürlich noch gut Höhe. Nun gut, das hier in der Mitte ist ein ordentliches Stück mit verschiedenen Kartoffelsorten. Die haben in letzter Zeit geblüht wie verrückt. Hier beispielsweise, das waren blaue Blüten von der Salad Blue Kartoffel oder hier weiße Blüten von der Heiderot, aber bei den Kartoffeln sieht es auch wirklich gut aus. Tolles, gesundes Kraut, gute Höhe und wirklich nahezu keine Kartoffelkäfer. Das darf gerne so weitergehen. Hier Okerstück Nummer 2, der hatte es ja ein bisschen schwieriger. Erst war die Wühlmaus drin, dann hat der Fuchs alles durchgegraben, weil er die Wühlmaus gesucht hat, aber mittlerweile hat er sich echt gut erholt. Und hier am Boden kriecht meine Sojolong-Salatgurke vor sich hin. Ich lasse die immer am Boden wachsen, damit sie nicht irgendwie hochranken und da knicken. Dann werden sie nämlich gerne mal bitter. Gefällt die aber ganz gut. Man sieht wirklich überall Blüten. Hier eine kleine Gurke. Die hier ist schon ein bisschen weiter. Und die bekommt jetzt da noch ein bisschen Stroh als Unterlage. Dann sind wir auch mit diesem Stück hier durch. Und machen mit diesem Gartenstück hier weiter, denn da hat sich auch schon wieder etwas getan. Hier jetzt wieder frischer Salat und Radieschen. Hier, dieses Gerüst dient links und rechts einer Reihe Zuckererbsen. Haben wir ja bereits gesehen, aber da kann man jetzt im Juli nochmals welche säen. Und die beginnen momentan aus der Erde zu kommen. Hier überall so kleine grüne Spitzchen. Auch hier, die sind gerade am Aufgehen, also da dürft ihr gerade frisch dabei sein. Auch da spreißelt die Erde nach oben auf und da sehen wir hier, kämpft sich eine durch. Also da seid ihr nahezu direkt live beim Aufgehen dabei. Ja, und diese hier haben ein Gerüst bekommen. Meine anderen unten, die habe ich einfach wachsen lassen. Hat ihnen aber bisher nicht geschadet. Hier dann nochmals Radieschen, ein paar Karotten. Da dann ein Mix aus Kohlrabi-Pflänzchen und Salatpflänzchen. Hier dann noch mehr Zwiebeln. Zwiebeln sind ja generell gesund. Das hier ist wieder weiße Zwiebel, das war allerdings Steckzwiebel. Steckzwiebel und der gesäte Zwiebel, die sind sich relativ ähnlich. Also der gesäte Zwiebel steht dem hier eigentlich nichts nach. Und hier dann auch noch roter Zwiebel, wieder mit Karotten dazwischen. Was sich wirklich ordentlich gemacht hat, da sind hier die Stangenbohnen. Die sind schon auf über 2 Meter hochgeklettert. Hier so ein Doppelbeet quasi mit Stangengerüst.
Ja, das sieht doch richtig gut aus. Also dieses Jahr macht sich eigentlich alles ziemlich gut. Und da gibt es auch bald die ersten Blüten. Dann gibt es hier noch mehr Salat und auch Kohlrabi. Und dann kommen wir jetzt endlich mal zu den Obstbäumen, würde ich sagen. Hier einer unserer eigentlich kleineren Apfelbäume, der sich aber die letzten Jahre wirklich extrem gut gemacht hat. Wurde schön breit, schön hoch und der ist enorm dicht gepackt mit Äpfeln. Ja, das sieht wirklich dieses Jahr enorm gut aus. Also hier, da, wenn man so ein bisschen reinblickt und auch mal die Äste so ein bisschen hochschwenkt, da kamen überall zahlreiche Äpfel ins Bild. Hier dann ein etwas älterer Kollege, das ist ein Kornapfelbaum. Aber auch der schädiert sich überhaupt nicht. Der hängt auch dicht gepackt voll. Und jetzt noch ein paar sonnige Tage und dann ist auch da langsam Erntezeit. Ja, hier, da kann man wirklich hinblicken, wo man will. Hier der nächste Baum, das werden mehr so lederartige Äpfel. Auch der trägt wie verrückt. Aus diesen lassen wir in der Regel immer Apfelsaft pressen. Ich denke, man sieht es ganz gut. Bis oben rauf, auch hier alles voll mit Äpfeln. Und das wird wieder eine ordentliche Menge an Apfelsaft geben. Ja, das ist eigentlich hier so ein Dreierverbund. Reicht, wenn wir nur einen ansehen. Auch dicht gepackt dieses Jahr Zwetschgen und Pflaumen. Da gehen wir auch einfach mal schnell durch. Hier ein Bäumchen. Ein bisschen jünger. Auch da hängt einiges dran. Ein bisschen schwierig zu sehen, weil die ja noch komplett grün sind. Hier das nächste kleine junge Bäumchen. Da sieht es nicht weniger schlecht aus. Grüße auch von der Stachelbeere. Da ist momentan Erntezeit. Erkennt man daran, dass die so ein bisschen gelblich und weicher werden. Der nächste Baum ist dann hier. Ja, da sieht man es ein bisschen besser. Das ist so eine Kriechenpflaume. Hier der nächste Baum. Also da wirklich dick und dick voll. Sieht man hier ganz gut überall. Also Äpfel, Pflaumen, Zwetschgen, Kriechenpflaume, alles was in diese Richtung geht, gibt es dieses Jahr hier bei uns massenhaft. Hier sieht man es auch noch mal schön, wenn man ein bisschen vorbeischwenkt. Ja, das würde hier so weitergehen. Da ist nochmals einer, da ist nochmals einer. Aber die müssen wir jetzt nicht alle extra durchsehen. Ich denke, wir machen mal weiter mit den Gartensachen. Nun endlich kommen wir zu den Tomaten und den Paprika. Hier im Häuschen sieht schon deutlich besser aus. Ja, auch da alles dick gepackt und es schadet nie, wenn man dies ein bisschen fixiert, damit die nicht abbrechen können. Und natürlich auch wieder viele verschiedene Sorten. Hier sind die Paprika dann auch schon wirklich schön am Wachsen. Und natürlich ebenfalls verschiedene Sorten. Dann sind wir hier außerhalb des Folienhäuschens, aber auf der Südseite mit so einer Heuscheune hinten dran. Deswegen sieht es hier auch schon richtig gut aus. Hier sind beispielsweise wunderschöne Schlangentomaten. Ja, tolle Exemplare. Oder kleine rote Tomaten. Auch da sieht es wirklich wunderschön aus. Wir haben auch hier wirklich sehr viele Sorten. Fleischtomaten, Eiertomaten, Snacktomaten, Cocktailtomaten, Ochsenherz, Schlangentomaten. Auch fleißig noch in Blüte. Es schadet ja nie, wenn man viele Sorten hat und den Genpool immer wieder so ein bisschen durchmischt. Hier weitere Tomatensträucher. Irgendwo da müsste auch noch die Sorte Lata dabei sein, die wir dieses Jahr neu dazu gekauft haben. Aber überall wirklich schöne Tomaten. Natürlich auch wieder dabei ist die Kiwi. Denn hier aus den zwei Blüten vom letzten Mal, da sind jetzt tatsächlich kleine Kiwis geworden. Und da sind wir mal gespannt, was das dieses Jahr so wird. An dieser Stelle haben wir nochmals eine Tomate, ein paar Gürkchen sowie ein weiteres Häuschen. Auch hier hängen schöne Tomaten. Außerdem sehen wir eine kräftige Gurkenblüte, die ein kleines Gestell zum Hochranken hat. Und eben das Häuschen mit zahlreichen weiteren Tomaten. Und auch da hängt alles voll. Auch wieder viele verschiedene Sorten. Wirklich sehr erfreulich. Und auch bei diesen geht es eben langsam los, dass sie rot werden. Ja, allgemein, hier kann man sich nirgends beschweren. Und dann springen wir noch kurz zum Kompost. Auch hier haben wir nochmals Zucchinis. Ja, so klassische längliche. Und dann nochmals runde Zucchinis. Die sind ja immer toll zum Füllen. Und die breiten sich hier ziemlich gut aus. Denen gefällt es auf jeden Fall hier am Kompost wirklich gut. Und auch das Wetter ist top. Hier mal wieder so ein bisschen Ausblick für alle, die bis hier durchgehalten haben. Ja, da lässt es sich schon aushalten.